Hallo, ihr Lumpen! Ja, das war unser Superstar Greta Thunfisch. Wortwitz. Bringt mich um. Und jetzt ist es an der Zeit für eure tägliche Dosis. Müll. Pronomen. Für viele ist es schwer, sie im Alltag zu benutzen. Darum zeigen wir dir jetzt, wie es geht. Hä, aber warum Neopronomen? Sie sind dazu da, um Menschen richtig anzusprechen bzw. sie zu beschreiben, wenn wir über sie reden. Zum Beispiel, Sarah ist bei einem Aufklärungsformat. Sie verbringt dort viel Zeit auf Klo. Ihr macht der Job viel Spaß. Bei den Pronomen they, them oder xirxis würde das wie folgt aussehen. Ava kann mega krass tanzen. Außerdem ist they mega gelenkig. Ich liebe thems Outfits. Oder auch xir tont sehr viel in xis Freizeit. Welche Pronomen benutzt du? Alle Schreib Pronomen. Es uns in die Kommentare. Xir. Oh Gott, das klingt wie Star Trek oder so. Mein Pronomen ist übrigens Lump und ab und an dürft ihr mich auch gerne Boss nennen. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Und mal so nebenher, moin an alle Neuen hier. Vielleicht kommt ihr ja vom Podcast mit Dion und Feroz. Ist unten drunter verlinkt, falls noch nicht gesehen. Ja, und was haben wir denn noch so heute? Tim Vollert sitzt im Juso-Bundesausschuss und gibt an, Fridays for Future-Aktivist zu sein. Oh toll! Er tweetet, der Spritpreis frisst gerade echt mein kleines Studentenbudget auf. Vielleicht sollten wir doch ein bisschen mehr von der sozialistischen Preiskontrolle versuchen, die Scheuer vorgeschlagen hat. Welch Ironie, da trifft es auf einmal einen selbst und schon fängt man an, mal zumindest minimal umzudenken. Oh je, der Sprit ist so teuer. Ja, habt ihr doch so gewollt, beschwer dich mal nicht. Ach, wie ich mich schon freue, wenn der Sprit dann über 2 Euro geht. Aber beschwert euch nicht, die Grünen wollen uns ja auch alle sogenanntes Bürgergeld schenken. Ja, wirklich? 75 Euro im Jahr? Wow! Welch Großzügigkeit. Ach ja. Was haben wir noch so heute? Ja, nicht so viel, aber war schon ziemlich peinlich, dass manche Journalisten vor ein paar Tagen tatsächlich auf die Drachenlord-Bubble reingefallen sind und bei dem Anschlag in Norwegen Rainer Winklerson als mutmaßlichen Täter genannt haben. Oh Mann, das ist ja journalistische Sorgfaltspflicht und so, ne? Und ja, eine kleine Sache hätte ich noch. Erinnert ihr euch an den guten Andy Grote? Ja, der Andy Pimmelgate Grote, der wegen dieser stollen Beleidigung hier eine Hausdurchsuchung veranlasst hatte. Ja, anscheinend meint der gute Andy es ganz schön ernst, denn der Staatsschutz ermittelt nun wegen Aufklebern. Ja, Aufklebern, die mit dem bösen Wort Pimmel in der Nähe von seiner Wohnung gesichtet wurden. Ja, wie man sieht, ist unsere Demokratie in großer Gefahr. Und die Dosis Müll auch wieder mal zu Ende. Ja, ich glaube, heute war es wirklich sehr kurz, ne? Naja, ciao. Verpisst euch.